Ich agiere ja grundsätzlich gerne mit einem Schwert. So. Dann gucken wir mal, was der Schildrott genau macht. Mit dem Dingens. Mit dem neuen Schild, das wir jetzt haben. Wenn ich das jetzt zusammen benutze. Und da kommt schon ein komisches Flügel-Ziegenvieh. Intelligenz hoch, okay. Also ein Intelligenz-Buff für mehr Mana-Rack oder so. Oder mehr Schaden mit Magiezeug. Irgendwie sowas wird das wahrscheinlich sein. Also, ja, ist nett. Geht aber besser. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass das Eisenschild war vom Werten her immer noch besser. Nee, gar nicht mal, okay. Das heißt, haben wir ein bisschen mehr Verteidigung erstmal. So, dann lass uns jetzt mal auf jeden Fall irgendwo aufspeichern. Am besten da, wo man speichern kann. So. Und dann überlege ich, glaube, wir gehen nochmal ganz kurz zurück ins Kolosseum. Aua. Lass ihn nicht, ich hasse ihn nicht. So, das heißt, wir nehmen den Teleporter zur Ziege. Auf zur Ziege! So. Bin da, wenn auch. Also, so ein bisschen. So, hier oben können wir auch gleich hoch. Aber erstmal will ich diese eine versteckte Decke da noch, diese brechbare Decke auflösen quasi. Ich meine, die war da. Ja, ist ja gut. Ja, ist gut. Ich hol gleich hier mein Schildrohr raus. Das ist schon ein nerviger Gegner einfach. Ich glaube, wir machen das auch ganz kurz. Einfach, weil es schneller geht. Wo ist es denn jetzt? Da, Schildrot. Eine sehr mächtige Kombination. Hui. Genau das. Wie, du lebst noch? Du Sau. Hier einfach mal gegen jede Waffe einzeln kämpfen. Ihr seht es auch, ne? Jede Waffe gibt uns tatsächlich Erfahrungspunkte. Also eigentlich schon lohnenswert, wenn er halt dann erstmal die ganzen Waffen aufpucken lässt und wenn er dann halt irgendwie ein Chat was bildet oder sowas durchlaufen lässt, dann ist das schon zumindest für den Standpunkt des Spiels dann des Spielfortschritts besser gesagt schon so eine kleine EP-Farm. So. Weg. Weg. Muss ich halt jetzt nur mal gucken, wo genau das jetzt hier war. Denn das weiß ich halt leider nicht. Ich glaube, es war gleich hier. Hey. Zum Glück machen die nicht mehr so viel Schaden. Hm. Da.
Okay, ist frei. So, halt da nur noch hoch. Da, 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 da. Und da kriegen wir das Holy Sword. Was eigentlich gar nicht mal so kacke ist. Das macht 38 Schaden. Crosshilt, Strong vs. Undead. Kann man mal machen. Warum nicht? Nette Waffe. Also wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen besonderen Move gab. Da, okay. Also so ein Halbmondangriff hier. Halbmondviertel. Du drückst nach unten, nach schräg unten und nach vorne und dabei schlägst du dann. Und machst halt ein bisschen mehr heilig Schaden. Das ist der Move, den die meisten Schwerter quasi haben für ein bisschen mehr Schaden. Das war 34. Das war durch Crit 139. Overkill. So, das war das, was ich hier noch holen wollte, bevor ich das dann irgendwie vergesse. Und dann gehen wir jetzt weiter in die Allwax-Quartiere. Oder Quartiere von Allwax. Dann suchen wir diesen sogenannten Allwax. Ja, ein Schlag, ein Treffer. Du Schwert ist nett. War halt auch, ne? Gerade weil es gekrittet hat. Bei dem ist es hier nicht so effektiv. Aber Tod ist tot. Der Tod hat Tod. Nochmal. Na, geht doch. Keine lange Fackeln, einfach auseinandernehmen das Ding. So. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht gleich sofort sterben an irgendwas. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr gespeichert so gefühlt. So, einmal gibt es hier ständig irgendwie irgendwas. Hier hat nichts mega wertvolles, Mana Prismen und Resist Fire. Also halt, naja. Ist halt nett, aber halt auch nicht so nötig. Besonders die Luck Potion, dass ich nicht lache. So, oben angekommen. Auch unseren ganzen Superjumps. Hier halt auch einfach nur nett. Ist halt wieder ein Detail. Einfach die Untoten, die hier dann an den Dingern rütteln. Das ist überhaupt nicht weiter schlimm oder wichtig oder keine Ahnung. Es ist halt einfach da. Das ist nett. So. Oh nein, ein Dolch. Nein. Die Geißel der Menschheit. So, hier oben kriegen wir einen S-Talk. Ui, toll. Der S-Talk ist halt so eine Zustechwaffe. Macht 51 Schaden. Ah, ist eine Zweihand, ne? Ja, ist eine Zweihandwaffe, alles klar. Das erklärt einiges. Und dass so viel Schaden macht. Normalerweise ist ein S-Top keine Zweier-Waffe. Nur halt in dem Spiel jetzt hier. Normalerweise ist es halt so ein Schwert von der Größe her, dass du dann einhändig bedienst. Weil es halt eher wie so eine Art Degen ist. Von der Klinge her ein bisschen breiter, aber halt, ne, von der Handhabung. So, wir könnten hier oben lang. Will ich aber noch nicht. Stattdessen will ich hier mal gucken, was wir noch so haben. Haben wir so ein komisches Pferd hier. Ein totes Pferd ist ein gutes Pferd. Also in dem Fall zumindest.
habe ein Herz für Tiere und somit auch für Pferde. Auch dieser Brunnen, ne? Sieht so wichtig aus, ist aber halt auch überhaupt nicht. Hallo. Bleib doch mal hier. Danke. Das hier, ne, sieht halt im Schloss schon aus wie so eine eigene kleine Stadt. Ups. So, schauen wir mal, was haben wir hier? Außer jede Menge Unfug, so wie immer. Da haben wir ein Garnet. Sonst ist hier leider nicht ganz so viel. So. Dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen diesen großen Raum hier noch ein bisschen erkunden. Dann haben wir noch mal so einen Eingangsraum. Ach, guck mal, da haben wir einen Speicherraum. Das ist ja super. Da tut du mich ja freuen, tun. So, jetzt gehen wir in die zentraleren Ebenen hier. Einfach mal wegen, warum nicht? Einfach zum Erkunden. So, einmal nach oben. Und ein bisschen hier lang. Bitte warten. Raum wird erkundet. Bitte warten Sie. So. So viel dann dazu. Oh. Oh, geh doch weg. Geh doch mal, wo du wohnst. Danke. So, dann einmal hier durch. Und so Stückchen für Stückchen jeden bloody Zombie hier auseinandernehmen. Und da droppt auch noch eine Klaus-Tonik. Wuppdi-dudi-du. Einmal mehr Herzen. Denn mehr Herzen sind mehr Herzen. Ui, Weihwasser, hey. Ich bleib bei Stopp. Stoppuhr finde ich immer noch mit einer der besten Dinge hier. So, und hier oben. Ah, ihr seht schon, wie das Wasser da rauskommt. Oder ist runterbrücke zumindest. Hier haben wir nochmal so eine Decke zum Auseinandernehmen. Und hier finden wir die Sword Card. Das ist normalerweise der Begleiter, den ich für gewöhnlich immer mit mir rumschleppe. Sword Card. Beschwört halt so ein Schwert, dass sich halt so ein bisschen an die Gegner halt ranheftet und dann so dreht und Schaden macht und so was. Und hat auch einen besonderen Angriff, der halt alle Gegner irgendwie im ganzen Bildschirm schädigt und so. Eigentlich schon ziemlich kräftig, aber wir bleiben mal bei der Ghost Card. Einfach mal bei, warum nicht? So, hier geht's schon wieder durch. Ah, da kommen wir hin, okay. Ich überlege gerade. Ja doch, wir können zumindest hier mal ganz kurz durchgehen. Da können wir einmal das hier zerhauen und dann haben wir hier den Eingang offen zu den Glockentürmen. Hier haben wir auch noch Sachen zu erkunden, aber das machen wir halt nicht jetzt. Nicht jetzt, vielleicht später. So. Nein. Okili-dokili. Dann wollen wir jetzt zu dem einen Durchgang, wo ich noch gesagt habe, nee, da gehen wir jetzt noch nicht durch. Gehen aber vorher nochmal ganz kurz speichern. Sicher ist sicher. Denn nur wer sicher ist, kann auch sicher sein, dass er sicher ist. Macht Sinn. So,
Speicherpunkt war noch eine Reihe höher. Da. Nutzen wir mal die Gelegenheit des Speicherns. So. Und dann gehen wir jetzt wieder nach ganz oben und gehen in mein Verderben. In den stärksten Bossgegner für den aktuellen Zustand des Spiels. Yay. Das kann nur gut werden. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nein! Achso, ich dachte schon, es fällt runter. Das wäre es jetzt gewesen. Hey, es würde auch in ein Buch gehen, aber trotzdem, das ist das Prinzip. So, hier kriegen wir einen Eisenball. Ui. Ich glaube, da ist so ein Gegenstand, den kann man einfach rumwerfen. Played Lord's Iron Ball. Ja. Ist ganz toll. Also richtig toll. So. Hier eine goldene Tür. Denn hier erwartet uns der nächste Bosskampf. Gegen den Herrn dieser Quartiere. Ulrox persönlich. Ebenfalls ein Vampir. Darum ist unser Holy Sword hier sehr effektiv. Und ja, das, was er jetzt macht, oder was er jetzt bislang macht, ist halt noch nicht so schlimm. Er fliegt halt ein bisschen umher, kanalisiert irgendwelche dunklen Mächte und sowas. Das ist nicht so das Wilde. Na, die paar 500.000 Millionen läuft sich. Knochenköpfe sind nicht so schlimm. Das hier, diese Phase ist viel schlimmer. Und darum machen wir es uns hier auch mal wieder ein bisschen einfach. Und machen einfach den hier. Weil der verschießt hier irgendwelche gemeinen Laser und anderes Zeug und das macht echt böse Schaden. Und das wollen wir gar nicht erst dazu kommen lassen. Ich mag diese Animation, wie er zerfällt. Und ein Leben. So, einmal wieder Waffe wechseln. Auf das Holy Sword. So. Ganz kurz gucken. Raum ist erkundet. Dann können wir hier oben weiter, denn so ziemlich jeder Boss bewacht ja quasi irgendwas oder irgendeinen Gegenstand. Und in dem Fall ist etwas, das gar nicht mal so wichtig ist, aber man kann es mal mitnehmen. Nämlich das Echo of Bad. Obwohl, ja doch, das ist schon wichtig. Denn damit können wir jetzt mal mit Dreieck drücken, ein Echo machen. Ich glaube, das macht auch genau einen Schaden. Aber das hat später noch eine ganz andere Bewandtnis, weswegen wir das gute Ding brauchen werden. So. Hätten wir das auch hinter uns gebracht. Einen der schlimmsten Bosskämpfe. Finde ich. Also wenn man den normal angeht, ohne halt, ne, Schildrott und Dingens und dann auch noch im Lackmode. Ja, dann Halleluja. Also wirklich. Der ist im normalen Spieldurchlauf auch schon nicht so angenehm. Aber im Lackmode natürlich halt, dadurch, dass du halt weniger Leben hast und so. Das ist halt nochmal eine Spur was anderes. So, was wir jetzt machen, ist einmal speichern. Natürlich, weil wir hatten jetzt schweren Bosskampf hinter uns. Also, naja, sah nicht so schwer aus. War jetzt auch nicht so schwer. Durch die Art und Weise, wie wir es behandelt haben. Aber, hey. Ist, wie es ist. So, und dann mache ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir hören und stören uns dann beim nächsten Mal dann wieder,
wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, danke euch fürs Zuschauen und bis dann.